Da sind wir wieder. Herzlich willkommen auf meinem Kanal, Herr Gamoschi, und schön, dass ihr wieder reingeklickt habt. Wir spielen weiter unser Günter Zaff Erinnerungsturnier. Auf geht's. Letztes Match in der ersten Runde. Und da haben wir den Warrior und Roddy Piper. Und ich nehme selbstverständlich, auch wenn ich Roddy Piper sehr mochte, den Ultimate Warrior. Wir bleiben in der ersten Runde bei No Holds Barred. Das heißt, keine Regeln. Serious implications in this contest. Winner advances in the tournament. Loser. Der Warrior war auch so richtig. Ousted from the event moving forward. Richtiges Monster. Ich weiß noch damals, ich war immer so traurig, dass das im Fernsehen nicht so richtig lief. Ich habe das immer auf VHS-Kassetten aufgenommen, also falls die noch jemand kennt. VHS-Kassetten aufgenommen, das lief irgendwann nachts und dann waren die Shows gar nicht so gut geschnitten wie heute und man hatte irgendwie gar nicht so von diesen wöchentlichen Shows so richtig was mitgekriegt und irgendwie hatte ich das Gefühl, in Deutschland wurden auch nur diese Matches gezeigt von so Unbekannten, wo der Wrestler sich halt präsentieren kann, ja, oder einfach, der haut dann da so in 5 Minuten einen um und das ist irgendwie nicht so richtig, ich wollte aber den Warrior sehen, ich wollte Hulk Hogan sehen und nicht immer die Großereignisse wusstest du auch nicht richtig. Wann kommen die? Wo kommen die? Musstest du in die Fernsehzeitung gucken? Dann kamen die natürlich nachts. Ich habe die auf Video aufgenommen und dann habe ich die in Ruhe geguckt. Heute hat man natürlich das WWE Network dafür. Gott sei Dank bin ich echt dankbar. Ja. Das meine ich ja immer, wenn ich sage, früher war cool und man kann sich immer mit solchen Videos so dran erinnern. Da versuche ich das immer so ein bisschen so zu transportieren. Ich habe in dem allerersten Video hier zu diesem Turnier auch gesagt, ich feiere das schon ab, dass man das jetzt endlich so kann und dass ich so von früher das alles so, wie ich das Wrestling-Spiel früher haben wollte, habe ich es jetzt quasi mit den Charakteren von damals. Mega. Aber natürlich solche Sachen wie Streaming. Das ist natürlich toll. Da hast du die ganze Bibliothek von den Großereignissen, ja. Alles hast du. Und kannst dir die ganzen, ich bin immer noch mittendrin, die ganzen WWE Premium Live Events nachzuschauen. Ich bin jetzt im Jahr 2005. Ja, ich habe in den 80ern angefangen. Also nicht in den 80ern angefangen zu gucken, sondern bei dem Inhalt von den 80ern, ja. Und guck die alle der Reihe nach. Und das ist eine Menge Stoff, das sind immer 2-3 Stunden, aber es sind echt coole Sachen, um sich nochmal zu erinnern und wenn irgendwas gefehlt hat, weil es halt bei uns im deutschen Fernsehen nicht lückenlos gezeigt wurde, deswegen ich feiere WWE Network jetzt tatsächlich ab und hoffe, ich ziehe mir jetzt nicht den Zorn von irgendwem, aber ich finde, das kostet auch gar nicht so viel, ich würde auch mehr für bezahlen, weil das wirklich eine riesen Bibliothek ist für Wrestling-Fans. Meiner Ansicht nach auch für WWE-Fans unverzichtbar. So, Freund, jetzt wird hier mal ein bisschen. Okay. Ja, das ist gut. Wenn der Weg so weit ist, dann kann ich mich nämlich rausstehlen. Und dadurch, dass ich No Holds Barred, können wir uns hier schön austoben. Draußen. Mal gucken, wie weit wir hier kommen. Wie weit geht denn die Arena? Warrior playing off the intensity of the WWE Universe to power himself up here. Oh, here it comes. Oh man, sit out. Yeah. This arena can't contain the. Und auf die Füße. Oh, okay, hat gekontert.
mich kriegst du nicht unter. Oh. Jo. Jetzt aber gut. Wir hören erst auf, wenn wir ein 4-Sterne-Match mindestens haben. Das ist das Ziel. Ach, Schacht, ich dachte, man könnte ihn da so vorschmeißen. Ich glaube, wir gehen mal wieder zurück zum Ring. Wir arbeiten uns jetzt mal nach unten durch. Ja, komm, schlepp mich mal. Das ist eigentlich eine gute Idee, das wollte ich nämlich auch machen. Die Haare, wie die laufen, ja, als wäre er krank. Ja, ich muss dich aber nochmal. Muss ich nochmal ein bisschen hier am Gitter streicheln. Oh. Ja, er will wieder einen Ring, okay. Fürs Publikum. Das Publikum guckt zum Ring und buht. Und macht. Sie gucken gar nicht hier hinten hin. Das wäre jetzt noch sowas, das würde ich verbessern. Liebe Programmierer, das wäre ganz cool, wenn die noch so ein bisschen dann. Okay, Licht ist aus. So, und die beiden, die können ruhig mal ein bisschen vor die Ringecke bumsen. Und jetzt bringen wir mal ein bisschen. Das fand ich auch cool, dass die früher blau waren. Ich weiß noch das erste Mal, wo die eine eingesetzt hat. Ich weiß gar nicht, wer das war. War ich so völlig geschockt. Wie gesagt, weil ich größtenteils damals, wo ich sehr jung war, auch noch dachte, das ist echt. Wenn da einer geblutet hat, ne? Dann dachte ich das. Und mittlerweile weiß man ja mit dem Bleeding, wenn die Kamera dann wegdingst und dann machen die sich einen kurzen Schnitt mit der Rasierklinge. Blading, nicht Bleeding, Blading. Und danach wird dann geblutet. Und ja, mittlerweile kennt man die ganzen. Ist auch ganz interessant, wie die sich am Körper dann die Kommunikation, die Zeichen und so weiter. Eigentlich mega. Aber ich gucke es immer noch sehr gerne. Wie gesagt, große Leidenschaft. Ich freue mich auf jedes Premium-Live-Event, was ich dann genießen kann. So. Kann ich die, warte mal, die können wir doch, glaube ich, auch mit in den Ring nehmen. Und die kann ich doch bestimmt irgendwo reinklemmen. Das machen wir jetzt mal. Boah, ein Spielverderber. Voll aufs Knie, ey. Mann, 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 Mann. Nee, das habe ich gekontert. Du nimmst mir das alles schon zuvor. Oh, oh, muss ich da. Da, vor sowas habe ich Angst. Boah, ich dachte jetzt, ich hätte es verkehrt rum gemacht. Das ist, das wäre jetzt im höheren Schwierigkeitsgrad wahrscheinlich ganz böse ausgegangen. Aber als nächstes folgt ein höherer Schwierigkeitsgrad. So viel ist sicher. Das habe ich vor auf alle Fälle. Ich dachte, ich kann das irgendwo festklemmen. Okay, dann doch nicht. Tiefschlag. Oh. Oh, okay. Okay. Das wäre natürlich eine Sensation, wenn der Ultimate Warrior hier rausfliegt. Aus dem Turnier. So, Freund, jetzt ist hier mal Kasala angesagt. Das wird mir wieder ein bisschen. Und nochmal. Oh. Ich verschwende als meine Signature, aber ich habe keinen Bock hier rauszufliegen mit dem Ultimate Warrior. So, du hast die Schippe geholt. Dann wollen wir sie auch benutzen. Kann ich eigentlich irgendwo festklemmen? Und eins weiter. So, Freunde der Nacht.
noch ein bisschen was ausprobieren hier. You've got to protect an athlete from himself sometimes. We're witnessing insanity. These superstars. Oh, bin selber platt. But who will reach their breaking point first? Who can hold on? From the top. Elbow drop. Good lord. Und pin. Mal sehen, ob wie bis wohin. Oh, ich wollte noch den Finisher zeigen. Sorry. Das hatte ich jetzt nicht erwartet. Mist. Aber gut, Ultimate Warrior hat gewonnen. Aber das hatte ich nicht erwartet. Also falls ihr euch wundert, dass man die Musik und so nicht hört, ich habe halt den Streamer-Mode drin. Das heißt, da sind die Musiken ausgeschaltet. Ich habe den Einzug ausgeschaltet, damit es wirklich kein rechtliches Thema gibt. Das Spiel hat halt diese Möglichkeit und ist zwar schade, weil das natürlich mit der Musik von ihm ziemlich cool wäre, aber geht auch so, denke ich. Können sie uns alle vorstellen. Also die wissen. Ja. Okay, das ging jetzt schneller wie tatsächlich erwartet an der Stelle. Als erwartet. Okay. Ich kenne jemanden, der würde mich jetzt wieder korrigieren. Als erwartet. So, das war schon die erste Runde im Turnier. Weiter geht's mit der, was haben wir, zwei Matches? Dann sind wir, das ist schon Halbfinale dann, ja. Tatsächlich, glaube ich. Und hier einen Turnierbaum gucken. Cool, dass ihr dabei wart. Wenn es euch gefallen hat, erzählt es gerne weiter. Keep on gaming. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.